magisches Feuer versperrt. Sieht so aus, als müsstest du den richtigen Zaubertrank finden. Sei vorsichtig, Harry. Es könnte auch Gift sein. Mach du das doch, Bitch. Der hier sieht so aus, als könnte uns dabei helfen, das Feuer zu durchqueren. Geh ganz genau hin und überlege, welcher der richtige Zaubertrank ist. Triff eine kluge Wahl. Ich habe nicht genau hingeguckt, aber... Sie sagt über das Feuer und das und wenn er stirbt, beide mal gleich. Oh nein. Das ist genau der gleiche Soundfall. Okay. Ich habe den ersten Schritt leider gerade verpasst. Also habe ich der falschen Flasche gefolgt. Der hier. Oh nein, ich habe nicht hingeguckt. Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es jetzt nochmal kommt. Ich dachte, der trinkt den jetzt einfach. Den würde ich nicht wählen, aber vielleicht täusche ich mich auch. Da gibt es natürlich auch keine Ansage. Nur also nochmal, dann geht es direkt los. Können wir nicht einfach das Rätsel aus dem Buch nehmen? Das war leichter. Sieht so aus, als müsstest du den richtigen Zaubertrank finden. Sei vorsichtig, Harry. Oh, dieses Spiel ätzend. Ich nehme alles zurück, was ich darüber am Anfang gesagt habe. Dabei helfen, das Feuer zu durchqueren. Ganz genau hin und überlege, welcher der richtige Zaubertrank ist. Triff eine kluge Wahl. Diesmal hat er sich fast gar nicht bewegt. Also noch einmal. Ist auch scheiße, dass die Kamera dann so wechselt. Nimm die Flasche doch an, Spiel. Jetzt ist es wieder falsch. Ich krieg's ernsthaft. Es war definitiv richtig. Wahrscheinlich hat Flipendo die Flasche dahinter genommen. Fick dich, Spiel. Ernsthaft. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse Harry Potter. Oh nein. Der Ausgang ist durch ein magisches Feuer versperrt. Sieht so aus, als müsstest du den richtigen Zaubertrank finden. Sei vorsichtig, Harry. Es könnte auch Gift sein. Kann ich nicht einfach Rätsel machen? Warum ist das so? Ganz genau hin und überlege, welcher der richtige Zaubertrank ist. Triff eine kluge Wahl.
Und warum kann ich mich nicht einfach davor stellen und X drücken? Warum muss ich Flipendo zaubern? Das ist so ungenau. Vor allem soll dieses Rätsel eigentlich den Grips des Eindringlings testen. Aber was hat das hier mit Grips zu tun? Das ist Murks. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Und ich habe gerade geblinzelt. Wenn ich Pech habe, ist es wieder die falsche Flasche. Gut gemacht, Harry. Du hast den richtigen ausgewählt. Woher willst du das wissen? Warum machst du es nicht selber, wenn du so klug bist? Ich hatte jetzt gerade den Rang, das F-Wort zu sagen. Du musst Snape alleine finden. Ich gehe zurück und helfe Ron. Viel Glück, Harry. Wie wir sehen, ist das nicht Snape. Aber das wusstet ihr wahrscheinlich alle vorher schon. Würde mich sehr wundern, wenn irgendjemand dieses Let's Play guckt, der weder die Bücher gelesen noch den Film geguckt hat. Ich kenne beides. Wie soll ich da drauf kommen? Moment. Können wir hier bitte nochmal speichern? Nö. Ich habe mich schon oft gefragt, ob ich dich hier antreffen würde oder nicht. Ich glaube, du hast jemand anderen erwartet. Nun, ich bin es. Der furchtsame, dottende Professor. Du bist viel zu neugierig, um am Leben zu bleiben. Ich möchte gerne auf diese Box hier Flipendo zaubern, macht er aber nicht, weil ich nicht richtig stehe oder so, keine Ahnung. Nö, nö, geht nicht, geht nicht.
Och, Harry, du sollst da nicht draufklettern. Da kann er dem Ding schon mal nichts mehr tun. Warum wurde ich da getroffen? Ich stand 3 Meter davon weg. Ich hasse es so sehr und jetzt darf ich diese Wichse hier auch nochmal machen. Gut, dass das Gamepad eh schon kaputt ist, sonst wäre es das jetzt. Die Kollisionsabfrage ist für den Arsch, die Steuerung ist für den Arsch. Man kann keine Cutscenes überspringen! Ja, bla, ich bin der Großarte, fick dich ins Knie, Squirrel. Können wir jetzt bitte weitermachen? Und die Spiele werden schlechter von Mal zu Mal. Ich möchte nicht wissen, wie schlecht das 5. ist oder so. Ja, wie hat er mich denn jetzt getroffen? Oh. Jetzt, wo ich euch nicht mehr brauche, ne? Ich kann, glaube ich, nochmal zurück zu den Fröschen. Hätte ich mal nicht einsammeln sollen. Meister, ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. Ah!
Wie der Sound laggt. Ja, was soll ich jetzt tun? Fein, es gibt keine Säulen mehr. Ja, meine Fresse! Warum kann ich nur... Hier kann ich jetzt nicht auf den Spiegel ziehen. Wo ist jetzt das Problem? Nee, geht nicht, weil das Spiel einfach nur scheiße ist. Da, ich kann überall hinziehen, aber nicht auf den Spiegel. Weil Mr. Potter ja lieber hier so moonwalkt. Ja, weil... Keine Ahnung. Nichts von dem, was hier passiert, ergibt Sinn. Jetzt kommt diese verfickte Cutscene wieder und jetzt wird mir wieder kein Dreck erklärt. Nur irgendwas mit Säulen, das natürlich nicht mit Untertiteln versehen ist, damit man auch bloß nicht versteht, was die sagen. Das ist der größte Rotz aller Zeiten, ernsthaft. Zwischendurch sagt er, oh, und dann wird ihm Energie abgezogen. Zwischendurch aber auch wieder nicht, obwohl ich genau das Gleiche gemacht habe. Ich kann ihn nicht direkt angreifen, weil, keine Ahnung. Oh, ich weiß nicht, wie oft ich mir das noch ansehen muss. Echt ernsthaft. Also gleich lade ich einfach irgendwo den Part runter und tue, dass ich das aufgenommen. Keine Ahnung, ist mir egal. Da, jetzt hat er einfach keinen Schaden genommen, weil er nicht richtig stand oder so. Nintendo!
Ich verstehe nicht, warum ich nicht einfach auf den Spiegel zielen kann, wenn ich davor stehe. Ich verstehe die Soundlags nicht. Ich verstehe nicht, warum Harry nur seitwärts laufen kann. Ja, meine Fresse, warum zauberst du Wichser denn nicht? Meine Güte! Nee, 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 ich kann nicht zaubern, weil ich nicht zielen kann. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. Das war's mit Let's Play Harry Potter. Fickt euch. Ja, ihr euch nicht, aber alle Figuren in diesem Spiel können mich marken. Ich nehme nicht weiter auf. Ich lade euch gleich irgendwie den Abspann hoch oder so, aber das ist mir jetzt zu doof.